Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Wir sind in der Antarktis gelandet auf diesem wundervollen Boot und haben natürlich erstmal richtig viel Schaden bekommen, weil das Wasser kalt ist und die Fälle tief sind. Ja, wir gucken uns erstmal um. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Ich tippe auf, dass wir hier rein müssen, weil einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Okay, muss ich mich gar festhalten, nur so. Okay, ich habe mich schon geheilt, sehr gut. Genau das hat mir gefehlt, noch so ein Geräusch. Und wie viel HP hast du denn, mein guter Freund? Okay. Ach Gott, jetzt hat er mich nochmal erschossen, als er runtergefallen ist, der Penner. Was haben wir hier? Da ist zu. Ich glaube, das war unter dem Deck. Hier ist ein Motor. Ich glaube, mit dem soll ich nicht so viel machen. Erstmal. Also am besten nicht reinspringen. Das wäre eigentlich das Hauptding. Aber ich denke, das können wir wehtun. Was haben wir hier? Hier können wir klettern. Vorne den Schalter habe ich gesehen. Aber hier ist auch noch ein Schalter. Drücke ich den erstmal. Muss erstmal den Typen hinterherlaufen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier gemacht hat. Wer hat mich denn bitte gesehen? Ach Gott, Shotgun mal hier, ne? Ja. 32 Schuss haben wir, das ist nicht so die Menge. Okay. Ist der auf dem Deck drauf? Ich glaube, da rutsche ich runter, ne? Kann sein, dass ich das hier aufgemacht habe. Aber nein. Ich habe keine Ahnung, was der Schalter hier macht. Ah, er hat das aufgemacht. Okay. Au. Also, aktuell ist hier gerade viel Schaden, bin ich ehrlich. Ich dachte, ich nehme so meine Shotgun, weil wir haben sowieso Munition für die und ich finde sie auch sonst recht nutzlos, aber die ist halt echt nicht gut. Ja, dann drücken wir hier mal drauf. Lass mal die Tür auf, gut, dann gucken wir erstmal einen anderen Weg an. Okay, da waren wir gerade schon. Damit mache ich wahrscheinlich das hier auf. Jo. Dann können wir hier auch wieder zurück. Wir können uns hier hochziehen. Oder wir gehen erstmal hier lang. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Und hier können wir runter. Ach, sonst würden wir da wieder hochkommen. Das ist doof. Dann würde ich erstmal versuchen, hier hochzuspringen. Und dann mal gucken, was hier so ansteht. Erstmal speichern. Und wir haben ja wieder hier einen getötet. Und ich glaube, vorher haben wir auch hier fast gespeichert. So. Ist hier irgendwas? Okay, auf der anderen Seite kann ich lang. Wollte schon sagen. Okay, hier komme ich wieder raus anscheinend. Will ich hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Hier bin ich gerade durchgelaufen, ne? Kurz gucken, ob noch irgendwas Interessantes ist, aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, in Tomb Raider... Ja doch, in Tomb Raider 2 gab es das Boot aus dem Wasser, aber ich glaube, es gab noch ein anderes. So, ich bin mir gerade echt nicht sicher.
Dahin sehe ich es aber auch nichts. Hier hochspringen lohnt es nicht, weil hier überall eine Kante ist und runterrutscht. Aber ich weiß nicht, da können wir glaube ich noch nichts machen. Mit dem Boot. Oder sieht nicht aus, als wäre irgendeine Steuerung oder so. Ich glaube, wir müssen das runterlassen, weil es ist halt da. Ach, von hier bin ich gekommen. Und ging es noch hier weiter? Nein, hier ist einfach nur Ende. So, da könnte ein Secret sein, aber ich tippe mal auf Nein. Und wenn da doch eins ist, dann habe ich es leider verpasst. Ist ja nicht so schlimm. Wahrscheinlich ist es so tief, dass ich hier sterbe, wenn ich runterfallen würde. Wir speichern das mal ab. Weil ich weiß ja nicht, ob da was ist. Also ob wir da runterkommen ohne Probleme. Okay, wir können ja auch einfach ganz normal wieder hochspringen, habe ich gerade gesehen. Top. Wo kommst du denn jetzt einmal her? Also ganz ehrlich, das war mir schuld zu spät. Ich drücke auf die Leertaste, um die Waffe zu ziehen. Derek so. Nee. Die brauche ich nicht. Alles gut, Kumpel. Penner. Na, der hat uns Magazine. Jetzt verlieren die auch echt wieder viel Munition. Ich habe schon mal wieder ein Part geguckt, noch ganz am Anfang ein, und da hat er gemeint, Gegner verlieren kein oder kaum Leben. Das ist so, aber mittlerweile, ich nehme Munition, aber jetzt mittlerweile verlieren die wieder welche. Finde ich auch ganz gut. Okay. Und was war jetzt mit dem Weg, der nach oben führt? Der war irgendwie komplett useless, oder? Also jetzt wirklich. Gerade der Kopf ist so ein bisschen zerplatzt. So wie in GTA 3, da kann man auch mit einer schweren Waffe auf Gegner schießen, dann ist der Kopf einfach weg. Soll ich jetzt hier hochklettern, um dann da vorne rauszukommen? Oder wie ist der Plan hier gedacht? Ich weiß es leider nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich hätte einfach wieder den ganzen Weg zurücklaufen können. Okay, es wäre wahrscheinlich vorteilhaft gewesen, hätte ich es gemacht. Aber naja, ich hoffe immer auf den Plumbob eigentlich, weil ich mich da nicht noch ein Medipack nehme. Ich bin echt zufrieden, wenn ich weniger Medipacks nehme. Das sieht auch irgendwie relevant aus. Vielleicht ist das so das Ziel, ich weiß es nicht. Irgendwie kann man sich da noch, glaube ich, hochziehen an dem Ding und dann da irgendwie langklettern. Ich habe keine Ahnung, ich habe es gelesen, da war irgendein Secret versteckt. Hat mich jetzt nicht so interessiert, bin ich ehrlich. Was passiert, wenn ich einfach runterspringe? Könnte sein, dass das hier ein Secret ist. Wollen wir jetzt nach vorne gehen, hochziehen. Umdrehen. Ja gut. War jetzt eine Rakete. Ich meine, ist in Ordnung. Aber gut, ich habe mich mehr über ein Secret gefreut. So, ein Ziel ist aber ins Wasser zu springen. Ich habe den Guide gerade noch offen. Ich habe gerade mal reingeguckt, ob hier irgendwas mit Secret steht. Also das ist nur als ein Goodie aufgeführt, also was man aufsammeln kann. Also halt etwas Cooles. So, da ich weiß, dass ich es verkacken werde, spreche ich erstmal und hoffe, dass ich direkt reinspringen kann. Aber ich glaube, ich muss da direkt. Ich muss da nicht direkt. Ich muss da nämlich wahrscheinlich einfach hochklettern. Ja, mach deinen langsamen Schwimmstil, aber alles in Ordnung. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Na, Sturz, war sonst nicht mal Altgaski? Ich verstehe es doch auch nicht. Muss ich hier ums Boot rumfahren? Ach, nö. Ich glaube schon.
Da ist ein Kristall. Ich weiß nicht, ob man den mitnehmen kann. Ja. Steuerung mal wieder perfekt. Ist das das Boot, was die Geräusche macht? Oder? Ich dachte, hier wäre der Eingang gewesen, aber der war noch ein bisschen weiter vorne. Ja, macht das Boot diese Geräusche oder was ist das? Ich glaube, wir können hier nicht rein, weil das zu hoch ist. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Okay, dann müssen wir ein Medipack nehmen. Das hätte uns getötet. Au. Dass sie beim Hinfallen nochmal schießen, ist zum Kotzen. Kann ich hier irgendwie was verwenden? Ja, aber ich hab nichts. Schade. No. Das sehe ich auch so leider. Ich muss jetzt gleich schon zwei große Minipacks verwenden, weil Spiel mich ankotzt. Hm. Aber wir haben ja genug zum Glück. Ich glaube, früher musste ich auch relativ viel davon nehmen, weil es die Kristalle nicht gibt, weil das irgendwie Speicherkristalle waren und man in der PC-Version nicht speichern konnte so, sondern nur über die Dustbox. Ich weiß nicht genau. Okay, ich kann ihn langhangeln. Habe ich irgendwie erwartet, aber irgendwie hat es nicht geklappt gerade. Deshalb war ich kurz verwirrt. Ich tippe auf, dass wir jetzt hier rüber müssen. Ich glaube, so lang ist das Level hier auch gar nicht. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade irre. Wir sind ja schon im letzten Gebiet, sage ich mal. Gibt noch ein Secret Level, da kommen wir aber nicht hin, weil ich die Secrets nicht alle habe. Finde ich auch gut gemacht. Und man kann ja auch nicht irgendwie hier jetzt einfach mal random was neu starten, muss halt so gefühlt dann das ganze Spiel noch durchspielen und halt alle Secrets finden. Finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich bin. So. Also ich würde jetzt einfach mal tippen, rein in die Höhle. Was für Waffen habe ich überhaupt? Also ich habe glaube ich alle Waffen mittlerweile. 22 Schuss, dafür nur 48, ist auch nicht so viel, 400 ist auch nicht so viel, 400 ist auch nicht so viel. Granatwerfer haben wir auch fast gar nicht, aber Raketenwerfer ein bisschen. Also im Endeffekt haben wir gar nicht so viel Munition. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir kommen noch relativ viele Gegner. Aber da ist jetzt zum Beispiel auch noch einer. Ich weiß nicht, was für die ganzen Dinger hier halten soll. Das sind mir echt so viele Gegner. Puh. So. Was müssen wir jetzt machen? Du hast nichts fallen lassen. Schade. Okay, da ist Feuer. Ich finde es aber gut, dass man nicht einfach so random erfriert, weil es kalt ist, sondern nur halt im Wasser. Okay, wir können hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ich gucke jetzt erstmal hier auf den Boden um. Hier ist ein Doggo. Da vorne ist ein Eingang. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Vorher speichern. Ich weiß nicht, ob der Doggo hin ist. Du hast was verloren, ne? Ja, du hast Deagle-Munition verloren. Gefühlt schießen die auch mit Deagle so viel Schaden, wie die machen. Ach Gott, ey. Meine Güte. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Okay, ich dachte, die Tür geht jetzt auf. Geht sie anscheinend nicht. Schade. Was haben wir denn hier noch zu tun? Gucken wir mal. Hier ist nichts, soweit ich das beurteilen kann.
Da unten geht's runter in eiskaltes Wasser, denke ich. Hier ist eine Höhle. Warum bin ich jetzt gestorben? Seit wann machen die Hunde One-Shot? Also klar, ich war ziemlich tot. Och nö. Warum hat der jetzt nicht getroffen? Also, warum war er nicht direkt tot nach zwei Schüssen? Ich weiß nicht, ob ich das hier so gut finde, wenn ich ehrlich bin. Drücken wir mal drauf. Und mir wird nicht gesagt, was passiert. Okay. So, wie war's? Dann bin ich hier lang gelaufen. Da ist auch noch eine Höhle, aber ich glaube, wir sind hier durchgegangen. Doch noch richtig. Okay, ich habe vorher mehr Schaden gefressen, weil ich mit der Shotgun geschossen habe. Da oben ist einer, gefällt mir nicht so gut. Ah, schmeiße ich hier oben nochmal ab. Ziehen wir mal die Pistolen wieder. Töten die mich eigentlich, die Dinger? Ich tippe auf ja, aber ich find's blöd. Ich denke mal, hier oben komme ich. Obwohl, es könnte gleich klappen. Obwohl, sieht relativ hoch, aber wir versuchen es trotzdem mal. Könnte sein, dass es klappt. Und ich habe die Tastatur umgestellt. Grandios. Kann ich hier vielleicht einfach raufgehen? So, ich habe nochmal die Tastatur gerade umgestellt. So vielleicht. Wieso kann ich mich da nicht festhalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwas ist, was mich interessieren sollte. Anscheinend nicht. Gut. Warum töten die dich, wenn du da durchläufst und es schon zu ist? Habe ich gespeichert? Ja, okay, dann muss ich das Klettern nicht versuchen. Also das finde ich wirklich zum Kotzen gemacht. Die gehen zu, nee, die gehen wieder auf und dann stirbst du trotzdem, nur weil du gegenläufst. Nochmal einen Schritt nach vorne. Speichern. Gott, ey. Die machen echt viel Schaden und also gefühlt das ganze Spiel gar kein Problem. Ich musste so gefühlt anderthalb Medipacks nehmen und hier so zwei große schon. Also zwei Medipacks. Kein einziger Plumb-Up ist hier irgendwo. Also so das Balancing von dem Spiel ist echt Schmutz. Okay, der ist jetzt auch an. Wahrscheinlich muss ich alle anmachen. Tippe ich mal. Wahrscheinlich kommen gleich noch Gegner angelaufen, weil ich sowas gemacht habe und die Gegner sich so denken, oh, ist es eigentlich Zeit, dass wir den mal wieder auf die Fresse hauen, ne? Das Geräusch ist echt nervig. Also wirklich. Also Sounddesign. Klar, die Waffen klingen cooler. Das habe ich ja schon in den ersten Parts erwähnt. Aber ansonsten. Sounddesign eher so. Bisschen alt und ein bisschen scheiße. Na, ja, ich hätte hier schon rumwuseln. Meine Fresse, ey. Das sind wohl die einzig fähigen Gegner hier im Spiel. Ich glaube, ich werde jetzt einmal mal irgendwie random Waffen durchschauen, dass sie die wirklich nicht haben. Uzis, die können wir versuchen. Speichern wir gleich nochmal. Nämlich hier.
Okay, wieso? Weil ich gerade gespeichert habe? Weil eigentlich bin ich da nicht hingekommen. Meine ich. Na komm her, du Penner. Jesus, hört sich echt scheiße an. So, noch nach vorne. Zack, auf und durch. Okay, aber das ist schon mal geschafft. Weil es irgendwie ein Secret ist, dann ist das halt so. Ich laufe einfach gleich mit durchgezogenen Waffen hier. Also mit Pistolen sehr schwierig, mit anderen Waffen, denke ich mal, human. Dann würde ich aber erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.